ich vergaß. Es geht ja dabei, wie ihr sagt, oder wie Nische sagt, um jegliche Information in jeglicher Form. Ich erinnere nur mal daran, dass bei den Nazis zum Beispiel auch Bilder oder Bücher verbrannt wurden. Musik wurde in der DDR denn auch als entartet? Nee, das waren die Nazis, die entartet gesagt haben. In der DDR hatten die, glaube ich, einen anderen Ausdruck, um westliche Musik zu verunglimpfen, aber es geht um Zensur jeglicher Information. In welcher Form auch immer die dargeboten wird, ob als künstlerische oder, wie soll man sagen, intellektuelle Aguss. Spielt ja keine Rolle. Das wollte ich nur gesagt haben.